Also ich gehe einfach auf meinen PC, mache meinen PC an. Auf einmal sehe ich so 0 Abonnenten. What the fuck? Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge PvP vs. You. Mal wieder in der PvP vs. All Variante, denn ich habe Probleme. Okay. Und zwar ist es einfach so, ja, wir müssen auf jeden Fall mal ein neues System erstellen, wie ich diese Leute festlege. Deswegen gibt es jetzt eine neue Seite auf meiner GetMod-Seite. Da könnt ihr euch jetzt ab jetzt bewerben. Ihr könnt auch gerne eine recht gute Bewerbung schreiben, dann könnt ihr natürlich schneller dran. Und ihr müsst euren YouTube-Kanal schreiben, dann gucke ich, wer aktiver ist. Wer liked die Videos öfter, man sieht das ja. Oder wer kommentiert öfter und sowas. Dann werdet ihr dann so ausgewählt. Und dann arbeite ich mich da so runter. Link ist unten in der Beschreibung. Es steht 0:0, wir fangen jetzt einfach an. Ich spiele seit 3 Tagen, habe ich jetzt kein Minecraft mehr gespielt. Ja, gut. Und zwar habe ich heute wieder ein Thema. Irgendwie in letzter Zeit, okay, in den letzten 2 Videos nicht, aber ziemlich oft jetzt in meinen Videos. Alter, ist das ungewohnt. Ungewohnt. Und dann wird das immer tiefer im Laufe des Zockens. Okay, jetzt haben wir ihm aber die Kombo auf Doom gegeben. Und zwar war es einfach so, ich gehe auf meinen Kanal. Und was passiert? Richtig. Mir wurden 0 Abonnenten angezeigt. Ich denke mir so, what the fuck? Also mir werden es immer noch. Also mir werden die ganze Zeit 0 Abonnenten angezeigt. Also bis jetzt heute immer noch. Und wenn ich jetzt aber auf mein Handy gucke, nicht mehr. Richtig, richtig komisch. Und zwar zeigt die ganze Zeit, dass ich 0 Abonnenten habe. Richtig, richtig merkwürdig. Also ich gehe einfach auf meinen PC, mache meinen PC an. Auf einmal sehe ich so 0 Abonnenten. What the fuck? Ich habe mich da echt erst erschrocken. Und ja, what the fuck? Ey Leute, ich glaube, ich würdet euch auch so erschrecken, weil ich habe ja gerade erst mein 1000 Abonnenten-Special hochgeladen. Dann einfach auf einmal so ein Schock, ey Leute. Oh, Alter. Ich dachte irgendwie, ich habe irgendwas hochgeladen, was jetzt irgendwie falsch war. Wurde es vielleicht zurückgesetzt. Oh mein Gott, mir ging da alles durch den Kopf. Bis ich dann mein Handy geöffnet habe und dann die Erleichterung kam. Bei Social Blade steht ja auch, dass ich die richtige Abonnentenzahl. Alter, YouTube, fix das mal. Ich bin mir gegen It's Nico 123. Der laggt wie üble Scheiße. Okay, jetzt hat er sich den Goldapfel reingesnackt und rennt weg. Gut, kann er machen. Entweder lag ich weiß nicht. Ich kann nämlich die den Ping nicht sehen. Ich kann auch nicht die Clickspeed sehen. Das könnt nur ihr sehen. Ihr habt einen Vorteil. Ein Clickspeed ist wahrscheinlich gerade so bei 7. Leute, ich schätze es. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie viel es wirklich waren. Warte, jetzt. So, jetzt schreibt mir das einfach mal rein, wie viele Klicks das waren. Okay. Ich schätze mal so auf 7, 8. Und ja, wäre auf jeden Fall witzig, wenn das jemand von euch macht. Apropos, man sieht die hier, also da an der Seite irgendwo. Ich kann sie nicht sehen, weil da mein Actionzeichen vor ist, wie viel FPS ich gerade habe. Und ja, mein PC hält ja easy die 60 FPS die ganze dauerhaft durch. Nur meine Festplatte hält es leider nicht durch, wenn ich in höchster Qualität aufnehmen würde. Das heißt, ich habe immer noch eine bessere Qualität als, keine Ahnung, denn mal als Beispiel. Zum Beispiel Phasen. Aber Phasen macht halt er legt halt sehr viel Wert auf das Gameplay und sowas. Ich lege halt sehr viel Wert auf die Qualität, auf den Schnittstil und so. Ich habe da echt, also ich habe eine recht gute Qualität so im Durchschnitt. Alter, what the fuck? So im Durchschnitt ist es ganz gut. Nur ich sehe halt irgendwie, ich verstehe nicht, wie die das machen. Ich glaube, die machen da irgendwie Motion Blur oder sowas, mit irgendwie sowas spielen die da rum, dass das noch flüssiger aussieht. Das muss ich vielleicht mal auch mal irgendwann mal reinmachen, aber im Moment passt das ja so. Das feiere ich und ja. Also wenn ich irgendwie mal eine schnellere Festplatte hole, dann müsste das auch wieder machbar sein. Obwohl meine Festplatte gar nicht so langsam ist, also ich verstehe das echt nicht. Also an den FPS wird es auf keinen Fall scheitern. Junge, der ist so mega gut einfach. Alter, der wird mich hier noch ziehen. Okay, weg, 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 weg. Okay, der hat mich fressen lassen. Das war vielleicht ziemlich dumm von denen. So, einen Punkt brauchen wir noch. Dann haben wir gewonnen. Okay, hier liegt einfach schon Lava in der Mitte. Alles klar. Erstmal ganz dezent schreiben. Ist das wieder? Ne, Freaks. Warte mal. Mann, warum wird denn die Arena die ganze Zeit vorbereitet? Das gibt's doch nicht. Nice. Nice. Und jetzt sind wir auch vielleicht gegen jemanden Besseren. Oder? Ja, der hat aber schon keinen XX-PvP-Namen. Das ist halt meistens ganz gut. Ja, man merkt auch schon, der ist nicht schlecht. Aber ich bin halt auch einfach richtig kacke eingespielt. Lol, er lässt mir einfach die Zeit. Gut. Wieder ziemlich dumm von ihm. Okay, jetzt ist er auch. Ja, ich habe ihm auch die Zeit gelassen. Ich rede einfach davon, dass es dumm ist und mach selber.
Was soll ich sagen, genau. Zu Weihnachten bekomme ich wahrscheinlich noch das Rode Procaster. Das ist natürlich dann nochmal in eine Ecke besser als das, was ich jetzt hier habe. Obwohl das auch nicht schlecht ist, aber da muss ich halt nicht mehr so viel Audiobearbeitung machen. Und vielleicht kriege ich dann auch das Action-Problem. Vielleicht kann ja sein, dass es irgendwie am Audiotreiber liegt. Das kann sogar sehr, 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 sehr gut sein. Oh, da haben die noch gezogen. So, jetzt steht es 5-1. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, weil ich gerade einmal kurz geleftet bin. Also Leute, wenn euch gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.